Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Toy aus einem Schatz und wie wir da hinkommen, will ich euch mal zeigen. Wir sind einmal hier auf den Koordinaten 25, 39 und wir wollen zu diesem Schatz hier hin. Und wie wir das machen, will ich euch jetzt zeigen und dann erkläre ich euch nochmal kurz, ja, was ihr da für eine Währung braucht, denn ihr braucht ein paar Kristalle, um diesen Schatz öffnen zu können. So, wir laufen jetzt einmal hier rein, dann hier nach oben, dann einmal hier so ein bisschen hoch, hier rum, hier rein und dann können wir hier hin und den Schatz looten. Also, ich zeig's euch nochmal, wir sind jetzt auf den Koordinaten 29, 37, sprich von hier da hochgelaufen. Wichtig, für diesen Schatz brauchen wir 30 von diesen Rubinen. Durchfluteter Rubin heißt der. Und diese durchfluteten Rubine könnt ihr ja in der kompletten Zone eigentlich looten, wenn ihr die Quest dazu freigeschalten habt. Was ist das für eine Quest? Und zwar heißt die Quest der Endmorast. Und diese startet hier unter der Brücke. Da könnt ihr die annehmen. Müsst, ich glaube, 5 Kristalle aufsammeln. Und dann könnt ihr diese durchfluteten Kristalle oder durchflutete Rubin hier im ganzen Gebiet von Mobs bekommen. Ich habe jetzt schon etliche wieder ausgegeben und kriege die eigentlich immer wieder voll. Ich habe jetzt hier 48. Jetzt klicken wir hier mal drauf. Und jetzt habt ihr gesehen, wurden mir einige abgezogen von den Rubinen, 30 Stück an sich. Und ich habe jetzt hier einmal unser Toy bekommen, was wir uns holen wollen. Und dieses Toy schimpft sich Schlammbedeckter Kochtopf. Und das ist eine Kochstelle, die uns auch Vielseitigkeit bringt, wie die meisten Kochstellen. Die lernen wir einmal und können die dann auch hier gleich, Moment, machen wir das mal zu, können die dann hier gleich mal aufstellen. Zack, dann haben wir jetzt so einen Kochtopf wie der hier, bloß in klein. Und das ist einfach wie das Lagerfeuer vom Koch. Ihr könnt damit kochen. Sieht halt ein bisschen cooler aus als das 015 Standard Lagerfeuer. Ja, das war's soweit mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Ich zeige euch nochmal die Map. Also hier oben haben wir das Ding gelootet, 2937. Und die Quest, die war da unten. Ah ja, genau, hier habe ich mir meinen Mark gemacht bei etwa 65, 63, einfach hier unter der Brücke könnt ihr die Quest annehmen. Gut, das war's dann soweit. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr euch positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.